Oh mein Gott, sie hat echt so viel Make-up. Echt, das findest du? Ich find schon. Alle sagen immer, ich hab, die hätten mehr erwartet. Was? Ja. Guten Morgen. Ich bin noch etwas müde. Es ist 7:30 gerade. Und ich habe mir jetzt so ein paar Kelloggs gemacht. Ein paar Smacks. Und dann werde ich losfahren zur Hattie. Ich freue mich super doll auf Hattie, aber ich habe keine Lust auf die 3,5 Stunden Zugfahrt, die mich erwarten. Ich fahre auch generell nicht gerne Zug. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fliege 10-mal lieber. Mein Mann zum Beispiel hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Er hasst Fliegen. Er würde 10-mal lieber Zug oder Auto fahren. Aber ich fahre auch nicht so gerne lange Auto. Und ich denke, das ist auch irgendwie immer sicherer, wenn man ein öffentliches Verkehrsmittel für so lange nimmt. Wenn man es nicht so gewohnt ist, so lange zu fahren wie ich. Und dann kann ich ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen schlafen und ich muss auch einmal umsteigen. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch mit durch meinen Trip nach Bielefeld. Und ja. So wie ich das nicht mehr weiß, was ich sagen möchte. So, ich bin am Flughafen angekommen am Fernbahnhof und habe mir noch was zu essen geholt und warte jetzt auf meinen Zug. Es ist echt total kalt hier. Aber im Zug habe ich die Erfahrung gemacht, dass es immer extrem warm ist. Also wahrscheinlich habe ich extra T-Shirt runtergezogen, weil es zu warm wird. Ich habe mir noch, wie gesagt, was zu essen geholt und jetzt warte ich hier, dass mein Zug kommt. Ich verreise übrigens im Jogginganzug. Und dann willkommen im ICE der Deutschen Bahn, sofort nach Berlin, Gesundbrunnen, unter anderem über Wuppertal, Hagen, Bielefeld und Hannover Hauptbahnhof. Berlin, Bayard, Wuppertal, Hagen, Bielefeld und Hannover Central Station. So, ich bin jetzt umgestiegen in Köln und jetzt geht's weiter nach Bielefeld. Jetzt sitze ich noch ungefähr 2,5 Stunden im Zug. Es war eben so kalt. Ich saß eben am Bahnsteig und es ist super kalt gewesen. Und denke mir so, hoffentlich kommt gleich der Zug und merke, der Zug, der da steht, ist ja meiner. Ha. Jo, das ist wieder so typisch, hast gar nicht drauf geachtet. Einfach nur so, das kann es ja noch nicht sein, weil der irgendwie 15 Minuten früher schon da stand. Aber es ist ja bei Zügen oft so. Ja, jetzt sitze ich auf jeden Fall im Zug und ich glaube, ich versuche jetzt noch mal ein bisschen zu schlafen. Weil ich habe jetzt in dem anderen Zug, wo ich auch eine Stunde gefahren bin, die ganze Zeit mit meiner Freundin Tatjana geschrieben, WhatsApp. Und ich glaube, ich versuche noch mal ein bisschen ein Blickerchen zu machen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. So, ich bin bei der Hattie angekommen. Hello. Es ist so schön, dass ich eigentlich schon wieder fast vergessen habe, dass ich ja noch die Kamera mit einstecken habe. Ich erinnere mich. Ja, sie führt mich nämlich gerade durch die Wohnung und oh mein Gott, sie hat echt so viel Make-up. Echt, findest du? Ich finde schon. Alle sagen immer, die hätten mehr erwartet. Was? Ja. Naja, also noch mehr geht ja irgendwie nicht. Also ich zeige es euch mal. Also ich denke ja auch schon immer, ich habe viel, aber das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Vor allem geil auch so im Wohnzimmerschrank. Mega, oder? Kein Platz. Sorry. I love it. Also ich zeige euch das mal gerade, aber es ist sehr, sehr ordentlich und gefühlt eine Trilliarde Paletten. Also richtig geil. Ich glaube, davon habe ich nicht mal die Hälfte auf jeden Fall. Das ist echt mega, mega schön. Aber braucht man ja auch. Also kein normaler Mensch braucht das natürlich, aber wenn man so viele Videos hat. Das muss man natürlich sagen. Ja, nee, das stimmt. Das braucht kein normaler Mensch. Und schaut euch mal das Wimpernparadies an. Welche Wimpern, sagst du denn, sind die geilsten? Lily Lashes. Lily Lashes. Oh, die sind doch so teuer, oder? Ja. $20. Wow. Manchmal $30 kommt. Die sind drauf toll. An. Oh mein Gott, wie viele Lashes du hast. Ey, krass. Richtig cool. Sind nur zugedeckt. Die sehen nämlich immer so schön aus bei dir. Ich glaube, Lily Lashes, ich glaube, ich hatte nur von Huda Beauty mal welche. Aber Lily Lashes habe ich noch. Nein, auf gar keinen Fall, bist du irre. Ich habe ja immer Backups. Das ist ja meine ganze Backup-Liste. Hallo? Ich bin froh, wenn ich ein Päckchen als Backup habe, wenn ich mal was vorhabe. Wow, hier geht's noch weiter. Ich habe nicht gesehen, dass hier noch eine Ecke. Oh, Wahnsinn, wie gewaschen deine immer sind. Immer sauber. Wie oft wäschst du die? Immer. Nach jeder Anwendung? Ja. Boah, Respekt. Oh mein Gott, ich fühle mich total assi gerade. Hier so. Oh, wie schön. Glitter. A dream come true, ja. Das ist echt so Wahnsinn. Oh, wie schön. Oh, sind das? Oh, Stila. Oh mein Gott, die muss ich, glaube ich, auch mal sponsern, weil die wollte ich auch immer haben. Was? Die sind der Hammer. Die musst du dir kaufen. Oh mein Gott. Ich zwinge dich. Okay, ich liebe Glitter. Ich muss die swatchen. Schaut mal, wie schön die glitzern. Oh mein Gott, ich wollte mir auch immer solche bestellen. Hab's aber irgendwie nie gemacht. Aber ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss es auch haben. Richtig schön. So, wir sind jetzt essen im Kachelhaus.
Wir haben nämlich jetzt doch etwas Hunger bekommen und bevor wir jetzt anfangen zu filmen, essen wir noch was. Ich habe übrigens eben voll die mega Hustenattacke bekommen, war mir etwas peinlich. Was dann konnte ich peinlich? Ja schon. Echt? Mir ist das immer voll peinlich. Weil ich, man denkt ja echt, die Alte kratzt gleich ab. So, ne? Aber ich lebe noch. Vor allem die Leute müssen auch denken, so weißt du, so im Jogginganzug ungeschminkt, oh mein Gott, wo kommen die her? So, wir sind jetzt wieder zu Hause, wir waren jetzt essen gewesen. Ich habe mir eine Gorgonzola-Pasta reingezogen. Hab ich ganz vergessen zu filmen. Und wir warten jetzt auf Hattis Mann, denn der supportet das Ganze ja immer beim Filmen. Und ja, dann werden wir anfangen, ein Tutorial zu drehen. Ich freue mich schon voll auf das Make-up. Ich habe eben schon gesagt, es ist eigentlich voll schade, dass ich mich dann irgendwie wieder abschminken muss. Eigentlich müsste man dieses Make-up auch ausführen. Also ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich weiß, dass Hatti eine der wenigen ist, wo es mir gefallen wird vom Schminken. Ich wurde schon so oft geschminkt, das war oft so scheiße. Ja, also ich bin echt gespannt, wie es aussehen wird. Nee, ach, bei dir wird es eh nicht scheiße. Du hast mir bis jetzt nur einen Lidstrich einmal gezogen und der war der beste Lidstrich, den ich je hatte. Also, ja, ach, ich weiß, dass es gut wird. Weil irgendwie, genau, meine Freundin hatte vorgeschlagen, weil ich noch überlegt hatte, Mensch, was machen wir für ein Video? Und sie meinte, du schminkst mich auf deinem Kanal und ich schminke dich auf meinen. Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, dann lose ich ja voll ab. Das geht ja gar nicht, das ist ja voll peinlich. Das könnte man aber auch machen. Ja, mhm. Mal mit Chanel die Post schicken, du sie es trotzdem nicht leisten kannst. Ja, ja. Aber gucken ist auch gut, oder? Oh Mann, ja. So Täschchen von Chanel, das wäre es schon. Ja, die sind schon schön, die Sachen. Ich finde auch die Klamotten irgendwie cool. Ah, ja. Auch diese klassischen Jacken, die sie immer haben. Die Tweed. Die gehen halt immer, ne? Ja. Aber das ist nicht meine Preiskategorie. So, Leute, wir sind fertig mit Filmen. Sorry, ich habe mich, ich glaube, viele, viele Stunden nicht mehr gemeldet. Aber wir waren sehr busy mit dem Film. Die ganze Zeit gefilmt. Wir waren sehr fleißig. Wir haben gerade für meinen Kanal ein Get Ready With Me gedreht. Das ist jetzt 22:30 abends. Und für die Hattie auch ein Umstyling mit einem echt sensationellen Make-up, was ihr dann auf ihrem Kanal sehen werdet. Also richtig geil. Ich wollte mich ehrlich gesagt gar nicht abschminken. Aber ja, es hat echt voll viel Spaß gemacht. Also müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und wir werden jetzt ein bisschen aufräumen und noch ein bisschen chillen. Und ich glaube, dann gehen wir auch ins Bett. Oder? Ja. Das ist immer deine Zeit. Du gehst immer früh schlafen, ne? Ja, um 10. Und heute war ich früh wach, also heute kann ich auch früh schlafen. Normal nicht. So, ich wurde abgeholt und wir sind jetzt noch was essen gegangen. Ich habe mir hier einen Chicken Salad geholt und der Milan isst Chicken Nuggets mit Pommes. Und endlich wieder bei der Familie. Ich esse auch. Ich habe auch Brot und Salat und Hähnchen. Als ich weg war, kam der Aufsatz für die Toilette für den Mili und ich habe meinem Mann gesagt, weil der ist gerade baden, der Milan, nicht mein Mann, dass er den jetzt mal montieren soll, weil ihr wisst ja, dass er super ungern auf das Töpfchen geht und auch viele von euch haben gesagt, vielleicht probierst du diesen Toilettenaufsatz, vielleicht möchte er direkt auf die normale Toilette und ja, das werde ich jetzt mal probieren und mal gucken, ob er vielleicht dann eine Tür was verrückt. Aber jetzt bin ich noch endlich noch dran. Gott, die Babyparty ist am Start, ja. Aber jetzt bin ich groß, ich kann halt alles. Hier kann ich Hände waschen, Zähne putzen. Also wir haben gerade gemerkt, dass das leider nicht passt bei unserer Toilette. Kannst du es ja gerade noch mal zeigen, Schatz? Wir müssen ein anderes holen. Mama hat recht, der hat noch gesagt, das passt bestimmt nicht und ich wollte nicht hören und habe das bestellt. Aber wisst ihr, was ich meine, dass man halt so einen separaten Sitz noch mal für die Kinder. Das ist eigentlich ganz cool. So sieht es aus. Aber wie gesagt, passt nicht auf unsere Toilette. Müssen wir doch einen anderen holen. Das oh, ist mal ein Magnet ist da. Ja, stimmt, ist echt gut. Aber wo ist da die Softclose? Ja, eigentlich ist es. Nee, nichts mit Softclose. Da musst du wieder mal gehen. Ach so. Slowclose. Aha, okay. Schade. Weil unser Deckel sieht nämlich so aus und der würde dann halt hier überall so Lücken haben, ne? Weil das passt nicht perfekt. Ich habe aber auch schon bei unserem Hersteller geguckt und die haben die ganze Zeit den weißen nicht vorrätig, nur in blau und in rot und das mag ich nicht. Deswegen ja, habe ich jetzt einfach irgendeinen bestellt, aber ja, war dann doch ein Fehler. Hat etwa ins Bild laufen? Hebt es mir und die fressen dich gleich. Ach, Herr Schreck. Meine Fische sind weg. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt ein bisschen länger nicht gemeldet. Wir haben jetzt schon mit dem Mili gekuschelt und gespielt. Wir haben geknetet und Mili hat Chaos gemacht und der wollte
will immer nicht ins Bett. Und er hat sich jetzt für den Papa entschieden, dass er ihn ins Bett bringt. Okay, auch in Ordnung. Hat auch lange gebadet und so. Und er ist uns auch eben schon auf der Couch eingeschlafen. Ja, der will natürlich nie ins Bett, aber jetzt haben wir Zähne geputzt und ihn fertig gemacht. Und ich bin heute auch irgendwie voll müde. Ich habe auch eine geile Frise übrigens. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich habe heute mein Video, was davor online kam, nochmal in zwei Teile gecuttet und nochmal hochgeladen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm. Das hat mich so geärgert heute. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Tschüss.